Euer Leben ist trostlos, eine graue Existenz. Ihr habt keine Freunde, keine, die euch lieben. Ihr denkt, ihr seid hässlich. Ihr denkt, ihr seid ungeschickt, zu nichts zu gebrauchen. Eine vergeudete Existenz. Und um ehrlich zu sein, kann ich euch auch leider nicht helfen. Doch halt! Ich wäre nicht ich, wenn ich euch nicht helfen könnte. Denn ich kann euch helfen. Auch, weil ich erst vor 5 Sekunden das Gegenteil behauptet habe. Doch halt! Hört ihr diese Melodie? Könnt ihr sie hören? Die Lösung auf alle eure Probleme? Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist die Lösung auf alle unsere Probleme? Nun, was sagt die Lady Gaga? Ich bin jetzt hier also mit Lady Gaga. Lady Gaga, was sagst du dazu? Elektrotanz. Oh, Hölle ja. Doch halt! Manch einer von euch wird jetzt vielleicht sagen, also ist der König nicht schwul? In welchem Fall ich antworten werde? Nein. Tektonik. Das Problem ist jedoch, dass viele Leute, die denken, sie könnten Tektonik tanzen, es nicht können. Und das leisten genau diese Leute, dann ein Video von sich ins Internet stellen. Okay, und jetzt noch ein Beispiel, was ich für Tektonik halte. Nun gut. Was soll ich nur sagen? Lasst mich eins klar machen. Tektonik, Elektrotanz, Milky Way, egal wie man es nennt, ist kein Abstellplatz für Leute, die zu schlecht sind, um Hip-Hop zu tanzen. Nachdem das gesagt ist, werde ich euch selbst mal zeigen, wie ich tanze. Und zwar auf zwei verschiedene Arten. Und vielleicht wird der eine oder andere einen Unterschied feststellen. Can you steal all alone in the darkness? And the way back home are endless. Cause his light is on a fire. That's his one desire. Also, ich gebe jetzt zu, dass durchaus immer noch sehr polarisierend rüberkommt, aber ich denke, der ein oder andere hat vielleicht einen Unterschied festgestellt. Nun, was ich in diesem Lernvideo vorstelle, beziehungsweise
euch beibringen werde, ist natürlich die zweite Art. Und zwar meiner Meinung nach auch wirklich einzige, wo man das Lebensgefühl auch richtig rüberbringen kann. Und zwar purer Freestyle, der dann auch richtig abgeht. Es ist klar, dass ich vielleicht nicht wirklich an die Russen rankomme. War gut, ich meine, ich übe das auch keine 2 Stunden am Tag. Aber genug gelabert, lass mir Taten sprechen.